Oldtimer trifft Oldtimer. Ich bin hier mit dem Pony auf Wiege gefahren und habe hier den Trabant getroffen. Er hat Jahrgang 1988. Das Kultauto aus der DDR gehört dem Oskar Trautmann, dem ehemaligen Posthalter von Wiege. Er nimmt mich mit auf eine kleine Spritztour. Ich bin gespannt. Seit 2 Jahren steht das Auto beim Oskar Trautmann in der Garage. Er bewegt sein Trebeli, wie er ihm sagt, regelmässig. Heute steht ein Rundfährtchen durchs Wickertal auf dem Programm. Unser Ziel ist der Uficker Berg. Der Trabant war in der DDR ein Alltagsauto. Heute ist er ein Kultobjekt. Das Besondere ist unter anderem, dass er aus Kunststoff gebaut ist, im sogenannten Duroplast. Das ist eine Mischung aus Baumwollfasern und Harz. Blech war damals in der DDR Mangelware. Wir fahren mit dem Trabant 601. Mit dem Jahrgang 1988 ist er eher ein junges Modell. Die ersten Trabanten, oder Trabis, wie man auch sagt, sind im 57 vom Fließband gekommen. Dieser Trabi ist ein 3-Türer mit 2-Takt-Motor. Er hat eine 4-Gang-Stockschaltung und fährt geradeaus, wenn man so richtig Gas gibt, höchstens 100 Stundenkilometer. Wenn es bergauf geht, ist der Trabi gefordert. Wir fahren mit 20 Stundenkilometern darauf, nehmen eine Kurve nach der anderen. Es ist drückend heiß an diesem Hochsommertag. Wir sind an unserem Ziel angekommen und nehmen uns Zeit, das Auto noch etwas genauer anzuschauen. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier auf dem Uficker Berg. Der Trabant ist im 2. Gang problemlos hochgekommen. Wenn Sie mehr wissen über das schmucke Auto und seinen Besitzer, lesen Sie heute den Böttel.